Guten Morgen. So, wir sind jetzt hier am Parkplatz angekommen. Heute machen wir eine schöne, spannende Bergtour. Spannend deshalb, weil wir haben westlich von meinem Hauptziel heute, dem Hundskopf, haben wir 20, 30 cm Schneeauflage südseitig. Und heute gehen wir über eine Südostflanke auf den Gipfel. Und da liegt augenscheinlich gar kein Schnee. Und das ist aber ein tückischer Berg, das weiß ich schon aus dem Frühjahr. Ich weiß, er hat mir vielleicht im Zweifelsfall noch irgendwas zu liefern. Los geht's. Da hinten ist schon Winter. Und hier sieht es irgendwie nach Sommer aus. Tja. Wir können ja hier mal kurz so einen Tourguide-Charakter draus machen. Das hier ist der Weg für die ersten anderthalb Stunden. Es ist so spannend, dass man wirklich einen guten Gesprächspartner mitbraucht. Oder ein gutes Hörbuch oder egal, irgendwas, aber es ist wirklich von der Spannung her sehr stetig. Auf diesem spannenden Weg ungefähr noch anderthalb Stunden lang. Naja, stimmt nicht, eine Stunde lang. Dann wird es tatsächlich ein bisschen spannender. Also, es ist auch eine schöne Geduldsübung, finde ich. Übrigens immer wieder mal kreuzt man hier diese Straße. Und falls euch dieser Waldanstieg hier, der hier, etwas zu tough sein sollte, etwas zu steil sein sollte, dann könnt ihr bis zur Hinterhornalm auch über diese Betonstraße gehen. Da habt ihr dann eine ganz gemütliche Steigung, wie es eben für Autos auch üblich wäre. Ist im Sommer ja an den Wochenenden recht gut befahren. Deswegen wenn dann eher am Wochenende unter der Woche. Aber sonst auch eine Möglichkeit. Ab der Hinterhornalm natürlich dann war es das mit dem betreuten Wandern. Fragen ja auch Leute, warum ich diese langweiligen Waldpassagen nicht einfach rausschneide. Nur die spannenden Sachen zeige. Nein, ich finde, wenn man schon den Mut hat, auf meine Videos zu klicken, dann darf man sich auch die geballte Langeweile eines Zustiegs geben. Ja, aber die Wurzel aus 123.456.789 ist 11.111,1111. Wusstet ihr das? Ich glaube nicht. Ich glaube, das mache ich jetzt als Rubrik für alle langweiligen Zustiege. Unnützes Wissen. Ja. Hier sehen wir unser Ziel. Der kleine, nicht der große. Am großen liegt Schnee. Das sieht man zwar jetzt nicht mehr, aber von zu Hause aus durfte ich das gut sehen. Weil ich wohne hier. So, aber der kleine, der sieht relativ harmlos aus heute. Und den, ja, den nehmen wir mit. Wir machen ja quasi nur einen Umweg nach Hause, könnte man sagen. Und da hinten ist der Winter. Ohne Witz, das ist so verrückt. Hier, nix, kein Schnee. Hier, Winter bis nach Hause. So, meine Damen und Herren, es geht los. Wir haben hier Schnee, Schnee gesichtet. Ich hoffe, alle Zuschauer vor den Bildschirmen und Empfangsgeräten haben jetzt schon die Grödel, nein, besser die Steigeisen und vor allen Dingen den Pickel in der Hand. Ganz wichtig, immer mit Pickel und Helm vorm Bildschirm. Man weiß nie, was kommt. Ich werde mich auf jeden Fall vorsichtig dem Schnee nähern. Er hat mir hier bedankenswerterweise eine breite Spur gelassen. Er ist, glaube ich, zahm. Unten steht ein Schild, bitte nicht füttern. Ich weiß nicht, worauf sich das bezog. Ich habe keine Tiere gesehen. Ich nehme mal an, es bezieht sich auf den Schnee. Ich habe auf jeden Fall, also ich habe die Grödel schon an. Klar. Stolz auch gar nicht, die Erde. Ich habe nur einen Akku mit, also ich muss mich tatsächlich sehr zurückhalten, wenn es um Blödsinn reden geht. Das kann ich nicht gut. Ich weiß nicht, ob das schon irgendjemandem aufgefallen ist. Aber es ist so warm. Es ist so warm. Ich kann euch nicht sagen, wie warm es ist. Da hinten sehen wir den Gilfahrt, den Hirzer, Lagos hinter den Bäumen. Da hinten ist der Lungitzer, Kreuzjöckel. Tja, Wald, nicht zu knapp. So, und im Laufe der Zeit
verlässt man dann tatsächlich den Wald. Und während man aus dem Wald aussteigt, sieht man eine kleine Hütte und das entpuppt sich dann als ein doch eher großes Haus, nicht nur eine kleine Hütte. Und man steht bei der Hinterhornalm. Und vier Fakten gelten meiner Meinung nach für die Hinterhornalm. Erstens, ich habe noch nie in meinem Leben so eine freundliche Bewirtung gehabt wie auf der Hinterhornalm. Zweitens, ich habe noch nie so gut gegessen wie auf der Hinterhornalm. Drittens, ich hatte noch nie so nette Gespräche wie auf der Hinterhornalm. Viertens, ich habe noch nie eine Hütte gesehen, die so voll ist wie die Hinterhornalm. Es könnte daran liegen, also letzteres, könnte daran liegen, dass man hier gegen eine Mautgebühr auch mit dem Auto hochfahren kann. Und hier ist jetzt quasi die Latschengrenze. Hier beginnt jetzt sozusagen das alpine Gelände. Da, wo man halt nicht runterfallen will, wenn man das jetzt so definieren möchte. Hier geht es jetzt hoch. Hier suchen wir uns einen Weg durch die Felsstrukturen. Ein bisschen haben wir noch ein paar Latschen bei. Und wir müssen in diese Richtung und sehen leider den Gipfel gar nicht mehr. Das ist sehr schade. Das ist ein sehr schöner Felsaufbau. Ja. Und falls ihr wissen wollt, wie viele Leute ich bis jetzt gesehen habe heute. 0. Auch sehr schön. An dieser Stelle nochmal auf jeden Fall kurz der Hinweis, weil es gerade recht passend ist. Unterschätzt diesen Berg bitte nicht als Wanderberg. Er ist keine anspruchsvolle Bergtour. Und du hast eben immer wieder diese Felsstufen drin, im doch recht ausgesetzten Gelände. Es ist doch recht viel brüchig. Du hast es hier jetzt nicht mit solider, kompakter Felsqualität zu tun. Wir befinden uns hier im Karwendel. Deswegen bitte achtet immer auf euch, wenn ihr solche Touren macht, wenn ihr sie nachmacht. Vielleicht vergesse ich heute einen Bereich euch zu zeigen, der ganz gut gewesen wäre. Gipfel. Das ist natürlich Blödsinn, der Gipfel ist da hinten. So, hier am Ostgrat muss man sich natürlich keine Sorgen machen, dass man irgendwo weit abstürzt. Aber natürlich haben wir hier jetzt ein ganzes Eck mehr Schnee liegen als in der Südwand. Das ist ja auch ganz logisch, denke ich mal. Ja, und hier geht es jetzt dann weiter. Und da hinten, ganz klein, sieht man unser Ziel. Der hier ist es. Zu dem müssen wir noch. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Wir sind jetzt übrigens auf 1920 Höhenmeter. Für alle Leute, die es interessiert, hier im Hintergrund eine wunderschöne Gebirgskette namens Karwendel mit Lamsenspitze, Hochnissel und vielen, vielen mehr. Wirklich schön. Leider schon im Winterschlaf. Das ist ein bisschen schade. Und ihr seht, sobald man wieder in der Südflanke ist, ist es schon wieder trocken. Komplett ohne Schnee, ohne Eis, ohne alles. Es ist wirklich gut markiert tatsächlich mittlerweile. Das war zeitweise schon ein bisschen anders. Die Ehrenamtlichen hier geben sich aber allergrößte Mühe mit den Markierungen. Trotzdem ist die Orientierung teilweise in der Südwand etwas knifflig. Aber man merkt dank der Karwendel-Felsqualität,
relativ gut, wenn man falsch ist. Die Berge sind wirklich wunderschön winterlich, ne? Aktuell da drüben. Und trotzdem stehen wir hier, naja, quasi im Trockenen. Die meiste Zeit. Ganz hinten sieht man Habicht. Ganz hinten das Zuckerhütte. Und ja, unzählige Berge. Unzählige Meer. Die Serles, die Nockspitze gleich bei Innsbruck. Natürlich hier im Vordergrund im Patscherkofel. Und auch wieder Glumitzer, Lagotz, Hirza, Olpara ganz hinten. Es ist schon schön. Natürlich ist es schön. Es sind halt Berge. Die sind von Natur aus schön. Genauso wie der hier. Und wer jetzt ganz genau schaut, vielleicht zoome ich dann noch ein bisschen rein, aber wer jetzt ganz genau schaut, sieht so ein kleines Eck vom Gipfelkreuz hervorlunkern. Und da unten, vielleicht seht ihr das Kabel, ist der Zustieg zum Klettersteig. Da hinten sieht man noch eine kleine Spur vom Zustiegsweg. Ist natürlich komplett unbegangen seit dem Schneefall. Gut so, vernünftig. Hätte mich gewundert, wenn hier tatsächlich jemand unterwegs gewesen wäre. Hier geht es jetzt im Prinzip mit den schwereren Stellen los. Ein paar sind drin, ein paar steilere Stellen, ein paar steilere Aufschwünge, aber unterm Strich nichts. Nichts, vor dem man sich fürchten muss, wenn man Klettersteig erfahren ist oder im ersten, zweiten Grad sich wohlfühlt. Da gibt es dann eigentlich keine Probleme. Für reine Wanderer vielleicht doch eher anspruchsvoller.